Hey, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Karrieremodus mit dem SV Meppen. Unsere Drittligasaison geht heute weiter im September. Es werden spannende Spiele heute in dieser Episode drankommen, und zwar drei am Stück. Momentan stehen wir in der Tabelle sehr gut da. Wir wollen, dass es genauso weitergeht, und das ist der Auftrag für Episode Nummer 5. Das Ganze wird euch ein bisschen special. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich schon mal freuen. Checkt die Links in der Beschreibung aus. IG Vault 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points, PSN, Microsoft Guthaben mit dem Code MAXGAMINGTV. Checkt auf jeden Fall aus, genau, meine Social Media Links, Instagram und Twitter. Ich möchte dazu sagen, dass heute eine spezielle Episode kommt. Was genau daran so speziell ist, das werdet ihr sehen. Aber wir spielen auf jeden Fall jetzt erstmal das erste Spiel gegen Carl Zeiss Jena. Wir haben an sich eine sehr, sehr gute Elf zusammengefunden. Finde ich zumindest, dass wir da gar keine Probleme haben. Vidovic, Schübers, Leukers, Wagner, Kühn und Giert. Das passt mit Staude, Jauer, Senninger, Vizogic und Domaschke. Wir haben halt nur immer noch keinen Torwart, und ich hoffe, dass wir da demnächst einen finden, wenn wir denn einen Scout finden, der angemessen ist und den wir uns halt eben auch leisten können. Allerdings haben wir momentan minus 160.000 Transferbudget. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Gehaltsbudget. Okay, das heißt, wir haben wir haben keine minus 160.000 Gehaltsbudget. Wir haben ungefähr 300.000, das heißt, wir können uns theoretisch einen Scout kaufen. Aber es ist ja unwahrscheinlich, dass wir es tun werden, weil die ja zu teuer sind. Und ein Stern des Gold bringt auch nichts. Warten wir mal noch ein bisschen. Die zuletzt extrem starken Meppner zu Gast in Jena. Die nächste Herausforderung für MGT und seine Mannschaft. Natürlich die nächste Herausforderung für den aktuellen Topstar und Shootingstar in der dritten Liga, für Kühn, der momentan der beste Stürmer der Liga ist. Zweifellos die meisten Vorlagen und die meisten Tore, beide auf seinem Konto. Und natürlich soll das heute gegen den etablierten Drittligisten aus Jena genauso weitergehen für den Aufsteiger aus Meppen, die momentan ja tatsächlich eventuell den nächsten Aufstieg bereits im Visier haben. Er sieht zumindest nicht schlecht aus für die Männer aus ganz, ganz Westdeutschland. Allerdings ist Jena nicht gerade heimschwach, in dieser Saison noch kein einziges Heimspiel verloren, und dementsprechend ist die Hoffnung groß bei den Jenern, dass man heute gegen Meppen den ersten Heimsieg der Saison einfährt, denn gewonnen hat man auch noch eine erste Chance durch Wagner, und in der Anfangsphase gab es direkt die erste Aufregerszene, denn war das vielleicht ein Elfmeter? Wir sehen in der Wiederholung, nein, zunächst der Ball gespielt von Escobar und dann erst der Gegner und dann mit dem Schuss von Wagner. Die nächste Gelegenheit bereits nach knapp 8 Minuten, und sehr, sehr stürmische Anfangsphase von den Meppen. Auf der anderen Seite gab es erstmal eine längere Zeit nichts, nach einer halben Stunde mal die erste Gelegenheit. Ball in die Mitte, der muss normalerweise direkt aufs Tor kommen, aber hierdurch wird es halt eben nicht die dicke, dicke Gelegenheit für Carl Zeiss Jena. Im Gegenteil, es gibt einen Konter über Giert, und der sieht natürlich den schnellen Kühn auf der Außenbahn, der gegen Escobar, den haben wir gerade bereits gesehen mit dem starken Tackling, und auch hier setzt er sich durch. Es gibt allerdings einen Eckball, und der wird verheerende Konsequenzen haben für Jena. Kopfballverlängerung abgewehrt, nicht das 1:0, weil Leugers nicht hochkommt, aber Cross bleibt in der Mitte liegen und muss tatsächlich behandelt und später auch ausgewechselt werden. Ansgar von Hauenstein winkt hier den Assistenten bzw. den Betreuer heran, denn hierbei bei dieser Ecke hat sich Cross ein bisschen schwerer verletzt. Keine direkte Einwirkung vom Gegner, und wir gucken auch eher auf die Chance. Allerdings natürlich trotzdem bitter für Jena, die waren ein bisschen geschockt, und da sah man auch direkt in der nächsten Szene, ja, und mit der Flanke, Kühn mit dem Kopfball, 38. Minute, das muss normalerweise 1:0 sein, allerdings nicht der Führungstreffer für Meppen durch den Top-Torjäger. Dann Kontergelegenheit nach der nachfolgenden Ecke für Carl Zeiss Jena über Thiele. Der setzt sich erstmal durch. Wagner kommt, auch der wird so ein bisschen stehen gelassen. Tuma mit dem Ball weiter auf Pannewitz. Pannewitz wieder zurück auf Thiele auf der Außenbahn. Der köpft ihn einfach mal in die Mitte, und da muss Domaschke hin. Faustet das Ding aber weg, und somit weiterhin 0:0. Dann wieder die andere Seite. Pannewitz, gerade mit dem guten Pass, jetzt mit dem Fehler. Ja, er erobert sich den Ball, spielt ihn auf Kühne, und der hat nicht nur einen starken rechten, sondern auch einen starken linken. 1:0, 45. Minute. Der SV Meppen geht in Führung, und das verdient in der 45. Spielminute. Ganz, ganz stark gemacht vom jungen Talent, und man sieht wieder, warum er momentan so wichtig ist. Er hat dieses Flair, er bringt diese Spielfreude mit, und vor allem hat er einen absoluten Lauf. Die mitgereisten Fans natürlich happy, einmal quer durch die Republik, um diesen schönen Schuss zu sehen, und dementsprechend der Führungstreffer für den SV Meppen. Wie gesagt, kurz vor der Halbzeit, und es war verdient, denn es kam nicht wirklich was von Carl Zeiss Jena, keine herausragenden Gelegenheiten, und dementsprechend MGT zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, sowohl offensiv als auch defensiv. Zweiter Durchgang, weiterhin nur Meppen spielen. Allerdings vor allem einer, und zwar Kühn. Hält diesen Ball hier irgendwie scharf. Giert ist in der Mitte, 60 Minuten gespielt, fast das 2:0, aber zu wenig Druck hinter diesem Abschluss. Es wurde jedoch besser. Keanu Staud, noch nichts gesehen vom Neuzugang aus Bielefeld. Dann dabei raus auf Jao, der hat bereits das erste Tor vorbereitet, und nun legt er das zweite vor uns. War wieder auf Kühn. Was für eine Flanke, was für ein wuchtiger Kopfball, und das 2:0. Die Vorentscheidung nach 66 Minuten hier in Jena. Wunderbar natürlich gemacht. Die Flanke von Jao in die Mitte, und da steht er
er, der Kühn, er steht in der Luft und der Kopfball ist unhaltbar, gar keine Chance, da irgendwas zu machen, die Nummer 23 mit seinem nächsten Tor, seinem nächsten Doppelpack, es läuft einfach, aber wer jetzt denkt, dass Jena sich geschlagen gibt, der ist falsch gewickelt. Günther Schmidt setzt sich durch gegen Timo Hübers, macht das ganz, ganz stark, Ball in den Rückraum, da ist Tuma und da steht dann Schau und plötzlich steht es nur noch 1:2, 76. Minute, die erste Torabschlussszene überhaupt im ganzen Spiel von Carl Zeiss Jena und direkt der Anschlusstreffer, Domaschke ist chancenlos, allerdings kam danach erstmal weiterhin nicht viel von Carl Zeiss Jena, im Gegenteil, natürlich rückten sie auf, bekamen aber keine Chancen, sondern machten so die Räume auf für den SV Meppen. Das ist Giert mit dem Ball in die Mitte. Da steht Wagner, wird nicht richtig angegangen. Der frühe Abschluss wäre vielleicht noch ein bisschen gegangen. So geht der Ball am Tor vorbei und somit weiterhin nur 2:1. Und in der 86. die dicke, dicke Chance für Hauer, das Ding noch hier zu drehen, beziehungsweise auch unentschieden zu stellen. Also Maschke mit einer Riesentat. Der Schlussmann der Meppener verhindert mit seinem rechten Arm den Ausgleichstreffer. Und das war die letzte Aktion. Der SV Meppen gewinnt also tatsächlich sein nächstes Auswärtsspiel, fügt Jena die erste Heimniederlage zu und das vor allem dank Kühn, weiterhin Tabellenführer, der Aufsteiger aus Meppen. So, ich denke mal, das war eine kleine Überraschung. Und zwar ist das jetzt der Plan für die alle 5 Episoden folgenden Episoden. Spezialepisoden könnte man es auch nennen, denn alle 5 Episoden halt eben werde ich diesen Sportschau-Stil wieder etablieren und zwar für ein oder zwei Spiele. Heute werden es 2 Spiele sein, auch das Spiel gegen Osnabrück gleich wird im Sportschau-Stil kommentiert werden. In diesen Episoden wird es dann aber immer nur 2 Spiele geben, weil das halt eben aufwendiger ist und allgemein die Spielzusammenfassungen ja auch länger sind. Ich denke mal, das passt aber ganz gut und beim nächsten Mal gibt es dann wieder 3, unter anderem das Spiel gegen Haching. Aber jetzt gehen wir direkt rein ins Spiel gegen Osnabrück und zwar mit einer vielleicht leicht veränderten Startelf. Der SV Meppen empfängt den VfL Osnabrück im Derby der dritten Liga, der momentane Tabellenführer, der Aufsteiger also mit der nächsten Gelegenheit, sich richtig zu beweisen. Natürlich möchte der VfL den Aufwärtstrend der Meppener stoppen, doch ob das gelingt, wir schauen es uns an. Erstmal vor dem Spiel eine kleine Änderung in der Startelf, es gab zumindest einen einzigen Wechsel und auf den werden wir später genauer eingehen, allerdings nicht berücksichtigt der Wechselwunsch von Kühn, der hatte zuletzt gesagt, nach dem Spiel gegen Jena, dass er vielleicht unter der Woche pausieren müsste, weil er nicht fit ganz sein würde. Allerdings hat MGT ihn trotzdem aufgeboten und er hat sich auch nicht weiter darüber beschwert. Allerdings gab es zunächst einmal einen Aufreger in der Partie und zwar die erste dicke Gelegenheit für den VfL Osnabrück, bereits nach 12 Minuten. Das hätte normalerweise 1:0 sein müssen. Ein bisschen schläfrig die Meppen da in der Anfangsphase, bisher so solide in der Defensive, dieses Mal hier fast mit dem 0:1 in der Anfangsphase. Jedoch auf der anderen Seite hatten sie auch ihre erste Gelegenheit, 20. Minute, ja, im letzten Spiel als glänzender Vorbereiter, hier mit der Kopfballgelegenheit, setzt den Ball aber über den Kasten hinweg. Trotzdem war das der Auftakt für die Angriffsphase des SV Meppen und die wird abgeschlossen nach 30 Minuten durch Benjamin Giert mit dem 1:0. Wunderschöner Distanzschuss vom routinierten Stürmer, zuletzt ein bisschen in Vergessenheit fast geraten im Sturmzentrum aufgrund der Klasseleistungen von Kühn, allerdings hier dieser wunderbare Abschluss, gar keine Chance, den irgendwie zu halten, zwar zentral auf den Kasten, aber verdeckter Schuss und einfach zu wuchtig, um da irgendwie noch was zu machen. Wunderschön also die Führung für den SV Meppen, die Fans zufrieden, damit geht es in die Halbzeit. Von Kühn hat man vielleicht auch aufgrund der Fitnessprobleme noch nicht so viel gesehen, aber es gibt ja noch einen zweiten Durchgang, in dem es natürlich ebenfalls Gelegenheit für ihn gibt, sich zu beweisen. Zunächst einmal ja ein anderer im Fokus und zwar nach Kühns Vorarbeit hier in der Mitte wieder, jao, der schöne Kopfballversuch, allerdings nicht weiter gefährlich. Dann weiter Meppen im Vorwärtsgang und wieder über einen, den man eventuell nicht hundertprozentig erwartet hat und zwar ist das Wagner und das ist Wente. Wente legt ab auf Kleinsorge und er muss das 2:0 machen, macht es aber nicht. Wente und Kleinsorge beide eingewechselt. Wente, der Neuzugang aus den Niederlanden, per Leihe von Heracles Almelo gekommen und dementsprechend hat er natürlich noch kein Bundesliga-Tor auf dem Kasten. Allerdings sollte sich das ändern. Wagner, Flanke, Wente-Tor, 2:0, 86. Minute. Die Entscheidung in Meppen und der erste Treffer für seinen neuen Arbeitgeber von Wente. Schöne Vorarbeit von Wagner und dann steigt er hoch, ist in der Mitte komplett frei und ungedeckt und macht ohne größere Probleme mit Wucht das 2:0. Das zweite wuchtige Kopfballtor im zweiten Spiel dieser Woche und natürlich Ernüchterung auf Seiten von Osnabrück. Die hatten noch eine Gelegenheit, 88. Minute, die Flanke von Turba in die Mitte und der Abschluss. Allerdings war das die einzig gefährliche Situation von Osnabrück und auf der anderen Seite gab es tatsächlich auch noch eine Chance für den SV Meppen. Das ist Granatowski mit der Flanke, erstmal abgefälscht, aber der eingewechselte Außenbahnspieler nochmal mit der Flanke und Kühn, da ist zumindest mal sein Abschluss. Der erste von ihm in dieser Partie, aber auch in diesem Spiel hat er zumindest einen und das ist natürlich wichtig. Es war aber die letzte Aktion in dieser Partie. Der SV Meppen gewinnt also das Derby gegen den VfL Osnabrück. Verdient mit 2:0 über die gesamte Spielzeit nicht gefährdet gewesen. Osnabrück muss sich Gedanken machen, warum sie in der Offensive so schlecht waren. Und vor allem Meppen kann sich freuen, dass die Defensive solide stand
Und dass sie mit Wente und Giert neben Kühn, selbst wenn der mal nicht trifft, zwei weitere Torjäger haben. Und die sind mit ihrer Leistung natürlich genauso zufrieden wie der 17-Jährige. Wagner beglückwünscht seine Teamkollegen, der Kapitän, happy über das Ergebnis. Weiterhin Tabellenführer, der SV Meppen nach dem 2:0 gegen Osnabrück. Ja, Derby-Sieger, hey, das war doch mal ein schönes Spielchen. War zwar jetzt nicht sonderlich highlightreich, beziehungsweise gab halt eben nur diese beiden Tore von Wente und von Giert, aber eben das erste Tor von Wente und mal wieder ein Tor von Giert. Ich weiß gar nicht, ob Kühn überhaupt einen Scorer gemacht hat, aber der ist sowieso, glaube ich, Top-Torschütze und Top-Vorlagengeber, also müssen wir uns da gar keine Gedanken machen. Vujovic ist begeistert davon, dass er so viel spielt, das freut mich natürlich und wir beenden diese Episode mit einem Blick auf die Tabelle und das gefällt uns sehr, sehr gut, denn wir sind Tabellenführer in der dritten Liga mit 5 Siegen, 3 Unentschieden und nur einer Niederlage, 18:10 Tore und das gefällt mir doch durchaus und genau so soll es auch weitergehen. Top-Torschütze ist Kühn, Top-Vorlagengeber können wir uns auch genauso mal eben angucken in den Statistiken. Das ist natürlich im DFB-Pokal nicht relevant, sondern nur in den Torvorlagen und da ist er auch mit 7 Torvorlagen der Erste, also unglaublich bisher in, ich glaube, 7 Partien, die er für uns gemacht hat. Hat er dementsprechend bereits 13 Scorer auf dem Konto. Wir gucken einmal ganz kurz nach, wie viele es denn wirklich sind. Statistiken, Tore und da haben wir 7 Spiele, 13 Scorer. Das ist einfach nur der Wahnsinn, würde ich so sagen. Denkt ihr, dass er diese Quote halten kann? Hier ist eine Infokarte. Das war's von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da für unsere beiden neuen Top-Stürmer, unsere beiden neuen Talente. Ich würde mich tierisch darüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.